Liebe Mitarbeitende, ich begrüße Sie ganz herzlich und komme heute mit drei Themen auf Sie zu. Das eine heißt Alarmstufe Rot, das andere, was bedeutet das für uns im Klinikum, was bedeutet das für die Krankenhäuser, und dann gehe ich gerne nochmal auf ein Thema ein, was ich in der letzten Videobotschaft angesprochen habe, Gehalt und Arbeitgeberin Klinikum Darmstadt. Alarmstufe Rot. Sie haben das mitbekommen, einige haben sich aktiv beteiligt, als wir die roten Luftballons in die Luft haben steigen lassen. Der Begriff ist eigentlich genau das, was es zeigt, Alarmstufe. Warum? Alle Krankenhäuser in Deutschland leiden momentan unter der nicht vorhandenen Krankenhausreform. Keiner bewegt sich, der Bund bewegt sich nicht, das Land bewegt sich nicht, die Krankenhäuser werden momentan aktiv alleingelassen. Was passiert gerade? Unsere Preise sind festgeschrieben über die Base Rate, über das DRG-System. Die Klinikum Darmstadt GmbH, wie auch wir alle privat zu Hause, leiden unter der hohen Inflation. Ob das Energie ist, ob das Sachmittel sind, gleich welches Thema. Wir haben nicht dafür das Geld ausreichend, diese Steigerungen zu finanzieren. Das Gleiche trifft auch wenn da zwei Herzen in meiner Brust schlagen, für Tariflohnentwicklungen trifft das zu, weil die Tariflohnentwicklungen sind deutlich höher oder werden deutlich höher ausfallen als unsere Preise das generieren und refinanzieren können. Ein ganz langes Thema, die Länder kommen ihrer Investitionsverpflichtung in allen deutschen Krankenhäusern nicht nach. Auch das Land Hessen kommt hier bei weitem nicht nach. Ich habe das schon an anderer Stelle erwähnt, die DKG hat das mal für Hessen ausgerechnet, dass allein 150 Millionen Euro Landesfördermittel jährlich fehlen. Was bedeutet das? Diese Mittel sind für bauliche Dinge da, für Medizintechnik, für IT. Dass die Krankenhäuser sehr viel aus eigener Tasche finanzieren müssen und das geht wieder zu Lasten des Krankenhauses insgesamt. All diese Themen zusammen führen momentan dazu, dass die Krankenhäuser durch externe Ursachen extrem in Schieflage geraten, ob groß oder klein. Und der Gesetzgeber tut momentan nichts, deswegen die Alarmstufe Rot. Hier bitte ich Sie, auch unsere Videobotschaften SharePoint nachzuverfolgen, Presse nachzuverfolgen, gerne im Freundes- und Familienkreis auch diese Themen anzusprechen, damit das breit gestreut ist. Warum ist es das so wichtig? Diese Alarmstufe Rot bedeutet oder kann dazu führen, dass Krankenhäuser wie jedes andere Unternehmen in die Insolvenz gehen können. Insolvenz heißt, man ist pleite, man kann nicht mehr zahlen, man ist überschuldet. Auf wen trifft das jetzt zu? Da sage ich ganz offen, auf uns nicht. Wir sind die Klinikum Darmstadt GmbH. Wir sind der Maximalversorger hier in Südhessen, der einzige. Auf uns kann man definitiv nicht verzichten. Wir haben einen Versorgungsauftrag, den kein anderer erfüllen kann als wir. Wir sind die kritische Infrastruktur für die ganze Region. Heißt nicht, dass wir nicht in finanzielle Schieflage kommen können, aber Sie sehen oder haben es vielleicht gelesen in der Zeitung, dass in dieser Situation die Stadt Darmstadt als Trägerin unseres Hauses bereit ist, hier mit einer Eigenkapitalerhöhung Unterstützung zu leisten. Die vielen kleinen Krankenhäuser, da sieht es ganz anders aus. Die stehen deutlich vor dem Risiko einer Insolvenz und die werden nicht unbedingt von ihren Trägerinnen oder Trägern gerettet, geschützt oder weitergeführt werden können. Hier läuft die Politik darauf hinaus, eine kalte Struktur sehenden Auges zuzulassen. Schade für die Mitarbeitenden, die hoch engagiert in diesen Häusern arbeiten. Auf der anderen Seite kennen Sie meine Meinung, wir haben viel zu viele Krankenhäuser in Deutschland und wir suchen viele Fachkräfte, die sicherlich auch in diesen vielen kleinen Krankenhäusern zurzeit noch gebunden sind, die wir herzlich gerne aufnehmen würden. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir diese Alarmstufe haben, dass momentan sehr viel über Insolvenz diskutiert wird, aber dass das Thema Insolvenz für die Klinikum Darmstadt GmbH alleine aus dem Tatbestand Maximalversorger zu sein überhaupt kein Thema ist. Und insofern ist hier Ihre Arbeit hoch wichtig. Wir wissen, dass Sie hoch engagiert arbeiten. Dafür vielen Dank. Und ich sage in dem Falle, bitte keine Sorgen machen um den Arbeitsplatz. Der ist hier in der Klinikum Darmstadt GmbH aufgrund der geschilderten Themen einfach sicher. Jetzt möchte ich noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was ich das letzte Mal angesprochen habe. Attraktive Arbeitgeberin Klinikum Darmstadt GmbH. Welche Strukturen haben wir? Und habe letztes Mal ein Beispiel genannt über die Vergütung.
und habe auch Sie gebeten, ein Feedback zu geben und finde das ganz toll. Es ist ein Feedback angekommen, sodass wir dort auch mal diskutieren können, welche Sichtweisen zu dem Thema Gehalt bestehen. Ich hatte ganz grob beschrieben, dass eine examinierte Pflegekraft rund 4.000 Euro verdient. Das ist ein Bruttobetrag, vielleicht muss ich das zukünftig immer dabei sagen, weil das ist die Arbeitgebersicht, was wir als Arbeitgeber bezahlen. Das ist sogar noch mehr, weil das Arbeitgeberbrutto des Arbeitgebers ist noch höher als das, was Sie auf Ihrem Lohnzettel als Brutto stehen haben. Jetzt ist die Kritik laut geworden, dass die Zahl, die ich genannt habe, ja gar nicht stimmt. Richtig und nicht richtig. Wenn ich in die Grundtabelle schaue, ist das richtig. Wenn ich aber mir anschaue, was ist der Beruf Pflegekraft, was macht den Beruf Pflegekraft aus, ist das ein Beruf, der an 24 Stunden, 7 Tage ausgeübt werden muss. Also Frühschicht, Spätschicht, Nacht, Feiertag, wann auch immer. Und insofern setzt sich eine Gehaltsabrechnung nicht nur aus dem Grundwert, des Tabellenwert zusammen, sondern aus vielen Zulagen, die noch dazukommen. Und ich habe die Zahl nicht erfunden, sondern habe mir aus der PAV Echtabrechnungen von ihren Gehaltsabrechnungen zeigen lassen. Und da kommen dann in der Summe diese 4.000 Euro raus, brutto, bei einer Vollzeitkraft, die ganz regulär im Schichtdienst ganz regulär arbeitet und eingesetzt wird. Trifft natürlich nicht für Teilzeitkräfte zu, trifft natürlich nicht zu für Mitarbeitende, die nicht an Diensten oder anderen Dingen entsprechend teilnehmen. Das war mir nochmal ganz wichtig, dass hier so nochmal zu formulieren, und bedanke mich ganz herzlich für das Feedback, weil das ist uns und mir persönlich sehr wichtig, zu verschiedenen Themen in die Diskussion zu kommen, und lade Sie auch weiterhin herzlich ein, ob bezogen auf die Videobotschaften oder andere Dinge, durchaus in die Kommunikation zu gehen, uns anzuschreiben oder irgendwo Themen anzusetzen, dass wir darauf eingehen können. Das ist uns ganz wichtig, in dieser Kommunikation zu bleiben, zu kommen und mit Ihnen zu führen. Ganz herzlichen Dank an Sie und noch einen schönen, wann immer Sie das sehen, Resttag. Herzlichen Dank.